Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Borderlands. Dann würde ich mal sagen, machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Bin gespannt, wo es gespeichert hat. Bin jetzt verdammt gespannt drauf. Nee, nein. Nee, oder? Willst du mich? Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir hier wirklich wieder alles von Anfang an machen. Ey, das gibt's doch nicht. Obwohl, nee, wir können gehen. Okay. Ich lasse euch in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Okay. Müssen wir doch nicht. Okay. Ja, lad ein bisschen schneller, bitte. Mein Gott. Da ist doch dieser Speichermast. Das ist ja grün. Kisten ohne Ende. Ja, ja. Ja, ja. Moment, ne? So, ich glaube, jetzt hört ihr erstmal alles besser. Nicht ans Geschütz, mein Gott. Dann geht der ans Geschütz. So, wo mussten wir jetzt hin? Dort hinten hin. Kurz auf der Map gucken. Okay. Ja, alles klar. Oh, dann habe ich doch noch überfahren. Auch cool. Mal nice. Okay. Was denn jetzt? Ja, ist ja gut. Ich mag das mit der Maus irgendwie nicht. Okay, hier geht's weiter, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber... Moment. Okay. Bla. Stopp. Okay. So. What the fuck, ich höre jetzt schon... Wieder Schüsse. So, Doktor. Darauf trinke ich. Du hast 9 Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Yes. Pierce schon bekniet. Sie sollen einige nennen mich Tim. Genehmigung nach Dahl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Oh man, nice. Du hast einen Class-Mod erhalten. Class-Mods sind spezielle Gegenstände, die eine große Bandbreite an Charakterstatistik positiv beeinflussen können. Okay. Was für Fähigkeiten denn? Wichsen? Nein. Spaß. What is this? Okay, ich glaube, es hat jetzt gespeichert. Doch, das speichert immer dann. Was für ein Mod? Wo kann ich das denn jetzt sehen? Da vielleicht?
Aha. Moment mal. Kann ich wieder hier was auswählen? Nächster Level. 6 Erfahrungs. Okay. Cool. Geil, jetzt habe ich ultimativen Schaden mit der Sniper Rifle. Okay. Ich höre sie da hinten schon. Da rennen wir doch mal hin und mischen sofort mit. Ich finde das wohl geil, wie der mit der Magnum rennt. Aber ich glaube, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. So. Lol. So. Guten Prozess. Der hat gesessen. Der hat auch gesessen. So. Kann ja wohl jetzt in Ruhe weiterfahren. Wo hatte der denn? Okay, komm. Das Geld hebe ich ja noch auf. So. So höflich sind wir mal. Sind noch irgendwelche Viecher? Nicht wirklich. So, dann fahren wir mal weiter. Gut. Auch tot. Ist da bitte. Macht Fun. So. Geld nehmen wir immer mit. Okay, so. Ach, Muni haben wir sowieso genug. Wie es uns immer angezeigt wird. Ach komm, kacken wir mal auf die Kisten. Scheiß drauf. Muss ich hier durch? Nein. Ach, da hinten wieder her. Will aber nicht wieder da die ganzen Leute da über den Haufen schießen. Das wäre langweilig. Kurzer Prozess, ja. Bam, Bitch. Heilung. Okay, finde ich ganz lustig hier. So aus von ein paar Tiere überfahren. Okay. So. Können weiterfahren. Was ist das? Ach. So ein Fliegdings. Bums. Fast. Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Das ist eine Ach. Nee, es kann nicht losgehen, Idiot. Schnauze jetzt. Ich will mal hier speichern. So. Hoffentlich hat es jetzt hier gespeichert. So, was willst du denn, du kleiner Piss? DNS-Profil wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche DNS bestätigt. Zugang zum Dollhead-Land wird gewährt. Warte bitte, bis ich das Geld für dich aktiviert habe. Mhm.
Bitte, lass dir ruhig Zeit. Headland. Und einen erholsamen Aufenthalt. Interessant. Auf Basis deiner aktuellen Stressfaktoren habe ich errechnet, dass du mit 94,3%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben wirst. Das will Thomas gerne selber sehen. Okay, Leute. Dann gehen wir mal ins Dell Headland. So. Bin mal gespannt. Er sagte, wie viel Prozent werden wir nicht überleben? Naja, ist mir auch egal. Naja, solange die sich jetzt noch die Falten aus dem Sack kloppen, komme ich da jetzt hin und snack die alle weg. Idioten. So. So, das hat gespeichert, hoffen wir mal. Du hässliche Route. Okay. Stromerzeugung, okay. Sehe noch keinen. Was ist das? Nichts. Dahinter auch nichts. Und das stimmt, was. Da ist nur mal so eine Route. Oh, hoffentlich können wir uns auch. Hier. Freu dich. Mach dein Gefährt auf! Zeit für eine Spritztour. So, wo geht's jetzt entlang? Da hoch, okay. Interessant. So, was willst du denn? Yes. Moment. Ah, hier gibt's was für. Dafür gibt's mehr Kohle. Kurz nochmal in der Toilette nachgucken. Na, brauchen wir nichts. Post, hast du Post bekommen? Ja, ja, sicher. Im Briefkasten der Granate ist auch nett, ne? Okay. Oh, dürfen wir jetzt jumpen? Ey, das wäre ja hammer nice. Okay, und ich glaube, wir dürfen jumpen. Nehmen wir uns nochmal richtig fett Anlauf. Ach. Muss die Strecke hier vernünftig erwischen. Na. Na, ja. Wo? Und dürfte ich jetzt mal wissen, wo wir jetzt. Ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Ja, kein Problem sein. Yes, können wir mal hier. Und Autos rumrasen. Bleib doch stehen, Idiot. So, erster weg. Hier fliegt noch ein Rad rum. So. Yes. Idioten. Oh fuck. Ja. Fuck. Schade. Ach, schade, schade, ja, ja. So. Autos bauen, schneller. Wir sind zu langsam. Deine Mutter ist zu langsam. Schnauze jetzt. Hoppla. Naja, aber wir jumpen dann im nächsten Part. Was ist das auch eigentlich für ein Skelett da oben? Okay. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir diese Arschlöcher kalt machen. Und sonst gibt es noch was zu sagen? Nö, nein. Okay, Leute, ich freue mich über einen Daumen hoch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.